Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Heute Teil 3 und ich versuche immer wieder, ja, montags mal eine News-Sendung rauszuhauen. Es kann auch schon mal zwischendurch einfach eine News rauskommen, aber ich versuche montags immer mal wieder das Gröbste so festzuhalten, mal kurz alles durchzugehen und ja, nagelt mich darauf nicht fest. Es kann auch schon mal Dienstag sein, also ich versuche da jetzt dran zu bleiben. Wenn es privat möglich ist, da müsst ihr halt ein bisschen Verständnis haben, aber ich versuche es und mir macht es auch Spaß, die ganzen News durchzuforsten und euch so ein paar Sachen zu präsentieren, eventuell auch mal mit euch zu diskutieren. Also ich könnte mir durchaus mal vorstellen, das auch mal live zu machen. Da brauche ich dann halt ein bisschen mehr Vorbereitung, wird dann nicht so sauber, ich kann keine Cuts machen, aber ja, wenn ihr da Interesse dran habt, kann man das natürlich auch mal machen. Ja, die Gamescom ist zu Ende. Sie war am Wochenende und ich habe sie nicht wirklich verfolgt, da ich nicht wirklich zu Hause war. Aber ja, ich habe am Donnerstag mal reingeschaut und ich habe mir die eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, man könnte da wirklich sich anmelden und könnte ja irgendwie durch die ganzen Trailer durch und so weiter. Aber man musste sich den ganzen Stream anschauen. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt und hat mir persönlich jetzt nicht gefallen, da weiß ich nicht, stundenlang einen Stream zu gucken von Sachen, die mir eventuell gar nicht gefallen. Weil wenn man auf der Gamescom wäre, könnte man diese Sachen, die einem nicht gefallen, einfach auslassen und man geht einfach vorbei. Konnte man hier jetzt nicht. Also das gefiel mir jetzt nicht so wirklich. Nichtsdestotrotz hat es für VR auch ein paar Sachen gegeben. Neuigkeiten, neue Trailer und so weiter. Und die werde ich nachher auch mal durchgehen. Da ist ja Medal of Honor, da ist Sam & Max, da ist Star Wars Squadrons. Hitman, gibt es auch was Neues, gab es einen neuen Trailer. Und auch hardwaremäßig habe ich ein paar News für euch. Zum Beispiel kleine PSVR-News gibt es. Dann gibt es HP Reverb-News, eventuell bald mit Eye-Tracking und Face-Tracking. Da gehen wir gleich mal ein paar Infos durch. Ja, habe ich letztes Mal schon in der News angekündigt. Elon Musk mit den Neuralink und da gibt es auch ein paar, ja, News zu, aber meiner Meinung nach nicht meine Sache, also gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Und dann eine ganz neue Möglichkeit von Homeoffice und die würde ich auch gerne nutzen. Die News gehen wir heute durch und ja, da kommt dann nachher auch noch ein bisschen ein anderes Spiel auch dazu und so weiter. Also wir gucken uns auch ein paar Trailer an. Gehen wir die erste News durch und das wäre PSVR, also los geht's. So, hier sind wir auf der Mix.de-Seite. Die hat gerade, also besonders bei dem Artikel, gerade irgendwie ein bisschen Probleme, aber kein Problem. Die Infos stehen trotzdem drauf. Also es gab einen Unternehmensbericht 2020 und da wurde bekannt gegeben erstmal, dass bis Ende Juni 2020 112 Millionen PS4-Konsolen verkauft wurden. Und das ist echt der Wahnsinn, also 112 Millionen Konsolen. Und ja, jetzt heben die natürlich alles aufs nächste Level mit der PS5, ne, weil soll alles verbessert werden. Leistung, Geschwindigkeit, die neuen Controller sollen noch besser sein und es sollen mehr exklusive Inhalte noch geben, also oder so wie es jetzt auch schon läuft, soll es halt genug exklusive Inhalte geben. Es soll aber auch immer wieder PC-Portierungen geben von Horizon Zero Dawn zum Beispiel, ne? Das hat ja auch den Weg auf den PC gefunden. Auch wenn es ziemlich lange gedauert hat. Also sowas wäre natürlich schön, wenn es nicht so allzu lange dauert, sondern ja, maximal ein halbes Jahr oder so. Wäre dann natürlich cool, aber kann man natürlich auch verstehen. Die hauen natürlich sehr viel Geld in die Entwicklung rein und pushen dann natürlich auch wie Oculus. Und da wollen die natürlich auch was für haben. Und die wollen natürlich, dass ihr eine Konsole kauft. Ist ja wohl ganz klar. Ja, des Weiteren wollen die natürlich auch weiterhin die VR-Plattform weiterentwickeln. Nicht ganz klar ist, ob die wirklich nur auf Gaming gehen, VR-Gaming, oder das Portfolio da weiter streuen und zum Beispiel ja, Musikvideos in VR oder Streaming von Konzerten, was zu Corona-Zeiten ja echt super wäre, wenn man da wirklich ein Konzert live in VR erleben könnte. Also sowas kann ich mir auch noch vorstellen. Könnte mit Sicherheit super sein. Und ja, gut, also positiv für uns ist, dass die PS5 PSVR komplett unterstützt. Die Move-Controller, die Brille und so weiter und so fort. Nicht ganz klar ist aber,
ob die Spiele von der PS5, von der Mehrleistung auch profitieren können und dadurch ein bisschen bessere Grafik haben in VR. Also das ist noch ganz unklar und da lässt sich Sony auch nicht wirklich in die Karten blicken. Also da müssen wir es erstmal abwarten. Nichtsdestotrotz ist gut, wie beim letzten Mal schon gesagt, die entwickeln ein neues VR-Headset. Das ist natürlich weit in die Zukunft. Also das war ja irgendwie auf 5 Jahre angesetzt, aber die entwickeln da weiter und ich denke auch mal, wenn die neues VR-Headset rausbringen, dann wird auch richtig gute Controller geben dafür und dann wird das auch nicht mehr mit irgendwelchen Move-Kameras irgendwie getrackt, sondern auch ganz anders. Also auf die nächste Sony PSVR-Brille freue ich mich echt, also auf die PSVR 2 und ich glaube, die würde ich mir dann auch zulegen. Die jetzige ist nicht so mein Fall, wie schon erwähnt. Aber es geht immer weiter, also es wird immer weiter geforscht und ja, ich freue mich drauf, dass da weitergeht und unsere News gehen jetzt auch weiter. Wir gehen zur HP Reverb. So, hier sind wir bei der VR-Legion und wer die VR-Legion nicht kennt, Link in der Beschreibung und hier seht ihr auch den Link vr-legion.de. Schaut mal rein, geile Newsseite für VR und ja, hier steht es auch schon, erscheint eine HP Reverb G2 Omnicept Edition mit Face und Eye Tracking. Also erstmal wäre es ja genial, also Eye Tracking und Face Tracking krass. Also wenn das wirklich möglich ist, dann können auch wirklich Mundbewegungen getrackt werden und ins Spiel oder in die Anwendung integriert werden. Ja, Augen ja sowieso, ne? Hat ja nicht nur den Vorteil, dass wir der Gegenüber dann sehen könnte, wo wir hinschauen und so weiter, sondern hat ja auch noch was mit zu tun, dass immer der Bereich, wo wir hinschauen, gerendert werden kann zu 100% und der andere halt abgestuft gerendert wird. Das wird Grafikpower ersparen, uns ersparen oder dem PC. Und so hätten wir wieder ein bisschen mehr Leistung. Aber das muss natürlich auch alles unterstützt werden und da ist VR noch komplett in den Kinderschuhen und die ganzen Anwendungen unterstützen das natürlich auch noch nicht. Aber interessant auf jeden Fall. Und ja, das hat sich so ergeben, dass auf Twitter ein Aggiornamenti Lumia, also ist ein Italiener, ja, bekannt gegeben hat, dass es hier so eine HP Reverb Omnicept Edition geben soll. Und ja, ich finde es echt interessant und die Möglichkeiten für VR sind da auch echt genial, meiner Meinung nach. Und ja, aber es müssen immer mehr Brillen sowas unterstützen und ja, das ist natürlich auch teuer, das Ganze. Also erstmal die Hardware in der Brille einzubauen und dann wahrscheinlich auch nochmal ein Kostenfaktor für die ja, Spieleentwickler, die das natürlich auch integrieren müssen. Also mehr Arbeitszeit und so weiter und so fort. Für Indie-Teams natürlich nicht so einfach. Ja. Das erstmal dazu und jetzt kommen wir zum gruseligen Thema meiner Meinung nach und gehen wir zu Elon Musk. Ja, gruselig, warum? Ich finde Elon Musk gruselig, definitiv. Der sieht irgendwie aus wie ein Alien. Hat aber wahrscheinlich mit den ganzen Botox zu tun und so weiter. Also mir ist der Typ nicht ganz koscher. Auf jeden Fall, der hat Kohle, der investiert mega viel in Wissenschaft, in Tesla, SpaceX. Auch wenn ich jetzt von Tesla Elektroautos nicht so viel halte, also ich sehe da nicht die Zukunft drin. Aber wiederverwendbare Raketenstufen für SpaceX und das ist natürlich sehr wichtig, weil das das Problem auch ist. Raketen schießt man ins All, die sind weg und kommen auch nicht mehr wieder. Er hat jetzt wirklich was erfunden, die landen auch wirklich wieder und können dann wieder befüllt werden und wieder benutzt werden. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ja, aber er hat den Neuralink sich jetzt aus dem Kopf gedrückt, kann man sagen. Und als allererstes wurde damit eine Ratte versehen. Also die hat dann ins Gehirn gepflanzt bekommen. Da ragten aber wirklich noch wie bei Frankenstein irgendwie Drähte aus dem Kopf. Eine USB-C-Buchse guckte da raus und so weiter und so fort, damit man mit diesem Neuralink auch kommunizieren konnte, den wahrscheinlich auch flashen konnte und so weiter. Ziemlich gruselig. Also ja, Tierversuche. Muss es, soll es geben, weiß ich nicht. Ich bin dagegen. Ich finde es nicht gut, dass Tiere da missbraucht werden für. Aber gibt es für alles ein Für und Wider. Ist aber ein ganz anderes Thema, sehr schwieriges Thema auch. Auch wenn es für unsere Gesundheit ist, muss man nicht alles gutheißen, dass da Tiere gequält werden teilweise. Ja, auf jeden Fall wurde jetzt einem Schwein ein Neuralink implantiert.
wo keine Geräte, keine Kabel mehr aus dem Kopf ragten oder aus der Haut ragten, sondern das Ganze geht über Bluetooth. Und ja, das Ganze ist natürlich in erster Linie gedacht für Leute, die wirklich krank sind, die eventuell ein Arm, Bein verloren haben, die Prothesen bekommen, Querschnittsgelähmte, die eventuell irgendwann mal in ferner, ferner Zukunft per Gedankensteuerung dann ja, ein Exoskelett eventuell bedienen können und damit laufen können und so weiter und so fort. Also das sind natürlich Sachen, ja, da muss dran geforscht werden. Und ja, ist auch genial, wenn sowas irgendwann mal solchen kranken Leuten auch helfen kann. Ja, hier sehen wir auch die Gertrude, ne? Scheinbar geht es ihr gut. Ja, also wenn man das Ganze bedenkt, hier wird auch damit also weitergedacht. Irgendwann wird der Neuralink auch in der Lage sein, Erinnerungen abzuspeichern, die extern zu speichern und so weiter und so fort. Und da kommen wir schon, ich weiß gar nicht, wie die Serie hieß. Dark irgendwas. Auf jeden Fall wurden da solche Szenarien ja immer wieder mal ja, vorgestellt, Horrorszenarien. Und wenn dann irgendwie Leute ja, Kontaktlinsen haben, die permanent alles aufzeichnen, ganzes Leben aufzeichnen und sich immer wieder alles angeguckt werden kann und so weiter und so fort. Und sehr gruselige Vorstellung meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall hat die Sau Gertrude das jetzt erstmal gut überstanden und ich zeige euch jetzt mal nochmal ein kleines anderes Bild. Und ja, so würde sowas beim Menschen aussehen. Da wird man hier wahrscheinlich den Bluetooth-Adapter haben, wo man das Ganze dann ja, flashen kann, auslesen kann und so weiter und so fort. Und was damit momentan möglich ist, weiß ich jetzt nicht. Also es sind alles Zukunftsvisionen, die da Elon Musk da hat. Und ich glaube jetzt nicht, dass da schon so weit gedacht werden kann oder ja, das dauert noch Jahrzehnte. Dass man wirklich dadurch in VR komplett abtauchen kann, ohne dass man eine Brille aufzieht. Also wäre auf jeden Fall interessant. Ja, hier wird es auch verglichen mit Fitbit fürs Gehirn. Also da braucht man keine Uhr mehr, ne? Eine Fitbit, sondern hat das direkt im Gehirn. Also ja, ich würde mir jetzt sowas nicht einpflanzen lassen, aber da gibt es mit Sicherheit Leute, die sich dadurch verbessern wollen, wenn es mal ja, auf einer ganz neuen Ebene ist, das auch wirklich getestet ist und erprobt ist. Ich sage definitiv nein für sowas und ja, ich würde natürlich gerne wissen, was ihr davon haltet, also gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir gehen jetzt zu einem geileren Thema, was ich definitiv machen würde und das hat was mit Homeoffice zu tun. Also weiter geht's. So, wer träumt nicht davon, mal Homeoffice machen zu können, obwohl es der Job gar nicht hergibt, denn man muss handwerklich irgendwas in der Firma machen und ja, jetzt gibt es in Japan einen VR-Katzenroboter. Also hier sehen wir das Bild, das sieht echt witzig aus. Könnte auch aus irgendeinem Animationsfilm stammen. Ja, mit diesen kann man quasi sich zu Hause die VR-Brille aufziehen, zieht die Controller an und kann damit dann wirklich in VR arbeiten. Und das wäre echt genial. Ja, gehen wir das Ganze einfach mal durch. Da gibt es auch zwei Videos zu, die würde ich gerne mit euch ein bisschen angucken, mal ein bisschen durchsteppen. Ja, steht PR-Gag oder Homeoffice-Chance für Supermarktangestellte. Ja, die kündigte Family Mart, das ist in Japan quasi eine Supermarktkette. Und ja, die haben jetzt diesen Katzenroboter ins Leben gerufen und der soll wohl sehr gut von zu Hause aus steuerbar sein, ohne große Latenz. Und ja, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz das erste Video an. Ich ziehe mir mal ganz kurz auch meine Kopfhörer an. Und los geht's. スタンスっていうのは別の身体を自分の身体として使うことができる。だからどこにいても仕事ができる。社会構造が変わってくるわけですね。
ロボットを量産するっていったところ、このロボットが世界のあらゆるところで人に代わって労働であったり経済活動を行うことで意味があるので自動車大体世界で1年間1億台売れてるんですよ。でロボットはですね、世界で100万台しか売れてないんですよ。だから市場がめちゃめちゃちっちゃいんですよ実は。シフトを加速するときにパイオニアの会社。Ja, das war das erste Video. Ich bin mal ein bisschen durchgesteppt und am Ende sehen wir ja, diesen drei Finger, diese drei Fingerhand und die wir dann mit VR-Controllern bewegen könnten. Und ja, die, wie man sieht hier oder liest, die Kopf- und Armbewegungen des Roboters sind mit dem VR-System synchronisiert. Bewegt der VR-Brillenträger seinen Kopf, tut es ihm der Roboter gleich. Und ja, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie das funktioniert. Jetzt muss ich schon wieder meinen Kopfhörer anziehen. Also ich finde es super interessant. Da haben wir den Supermarkt. Ja, hier geht der Kollege mal arbeiten, ne? Mit der Valve Index. Sieht ziemlich synchron aus. Man weiß natürlich jetzt nicht, ob die Videos nochmal extra synchronisiert wurden. Aber ich denke nicht, weil sonst wird das echt schwer sein, da wirklich irgendwie irgendeinen Artikel ins Regal zu räumen, wenn da mega Latenzen zwischen sind. Aber man sieht hier auch auf dem Monitor hier hinten, was der Kollege sieht, der den Roboter da bedient. Ich denke mal, so einfache Arbeiten kann man natürlich damit machen, ne? Da muss natürlich auch das Regal daran angepasst sein. Aber wäre doch eigentlich eine coole Alternative, so arbeiten zu gehen, oder? Sound hat man nicht, also war der umsonst. Aber ja, wer wünscht sich das nicht, oder? Dann könnte man einfach zu Hause schön in den Bürostuhl und ja, ich gehe jetzt mal arbeiten. Also wäre echt cool. Natürlich sind die, ja wie ja auch stand, noch zu langsam und feinfühlig sind die noch nicht. Also man müsste ja eigentlich wirklich Handschuhe haben, Tracking-Handschuhe, wo man alle Finger bewegt oder man die Finger werden wirklich 1:1 getrackt und der Roboter hat auch 5 Finger, wo man dann wirklich vernünftige Sachen arbeiten kann. Aber ja gut, ist Zukunftsmusik. Ja, Japan ist, was Roboter angeht, ja sowieso Vorreiter. Da gibt es ja auch, glaube ich, Hotels, wo sehr viele Roboter noch arbeiten und so weiter und so fort. Also die sind da ein bisschen weiter als wir in Deutschland, sage ich mal, probieren da sehr viel aus. Würde ich mir manchmal für Deutschland auch wünschen, dass wir da ein bisschen experimentierfreudiger sind. Aber gut, müssen wir halt auf Japan schauen. Das Ganze ist natürlich, wie wir gesehen haben, relativ langsam, ne? Also wenn man vor Ort wäre, kann man natürlich viel, viel schneller arbeiten. Aber in Corona-Zeiten wäre das natürlich optimal, ne? Ja. Das war es eigentlich jetzt erstmal mit meinen Hardware-News. War ein kleiner, grober Überblick. Und jetzt gehen wir erstmal ins Actionreiche und schauen uns mal Medal of Honor an. So, hier sind wir auf der Seite von EA und hier geht es um Medal of Honor Above and Beyond. Und ja, hier gibt es einen wirklichen Zweiten Weltkriegs-Shooter in VR, von Grund auf entwickelt für VR. Und das Ganze soll zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen. Exklusiv für die Oculus Rift Plattform und ja, also sind wir da auf Oculus Rift angewiesen, ja, wie hier. Oder wir müssen hoffen, dass wir das mit dem Revive zocken können.
wird mit Sicherheit irgendwann auch möglich sein für die Leute, die keine Oculus Rift haben. Und ja, da gab es jetzt auch einen neuen Trailer zur pünktlich zur Gamescom und den würde ich gerne mal mit euch schauen. Also ich würde den jetzt mal starten. So, hier sind wir auch im neuen Trailer. Viel Spaß. I know this is the first time some of you will see combat. I know you're scared. Let me be clear with all of you. I'm scared too. Welcome to France, gentlemen. I lead the local resistance cell. Something big is happening inside Gestapo headquarters, and we don't know what it is. We're gonna have to improvise here. Members of the resistance are perhaps the bravest people fighting in this war. But you really should stop. There is no future in it. Sorry to interrupt. Lieutenant? It'll be a wild ride, but we'll get you there. Jet fighters, brace yourselves! Like I said, boom! There are things and people I'm willing to sacrifice myself for. Somehow this motley crew has been tasked with saving civilization. God help us all. Ja, Leute. Wow. Also, ich habe den Trailer nur mal ganz kurz auf Twitter verfolgt am Wochenende. Habe nicht wirklich komplett durchgeguckt, weil ich mir das für heute aufbewahren wollte. Und mega, ich bin geflecht. Also, erstmal muss ich sagen, grafisch hat es mich jetzt nicht umgehauen. Also, ich glaube, da waren auch ein paar Quest-Szenen dabei eventuell, weil es wird auch für die Quest erscheinen und für die Rift S. Und ja, da waren ein paar Szenen, wo ich dachte so, okay, die Grafik ist jetzt nicht so der Hammer, aber trotzdem das Feeling, was man da hat, man hat wirklich einen Single-Story-Singleplayer. Ich habe auch kleinere Rätsel festgestellt. Man kann, Sachen in die Luft sprengen, ne? Wie geil ist das denn? Hat man natürlich auch so erwartet, aber ist nicht halt nur stupide Ballerei, sondern man muss auch wirklich ein paar Sachen erledigen, wie an dem Klavier da irgendwelche Noten spielen, damit eine Tür aufgeht, irgendwelche Leuten was über den Kopf ziehen, ist auch schon mal nicht schlecht. Und geil fand ich diese Aktion mit der Flaschenpost, mit der Granate, war auch geil. Also ich bin gespannt auf das Game und ja, eigentlich war das schon der Highlight des heutigen Tages, also besser kann es kaum noch werden, aber trotzdem gibt es natürlich noch ein paar Spiele, die ich euch vorstellen möchte, auch mit Trailern, aber das wird der absolute Hammer und ich freue mich jetzt schon auf Dezember, also das ist ein Titel, den man sich definitiv holen sollte. Interessant wird es natürlich, ob es deutsche Untertitel geben wird. Da vermisse ich bei Oculus sehr oft, dass die ja noch nicht mal Untertitel einbauen, erst ganz, ganz, ganz später Untertitel. Manchmal haben wir auch sogar Glück und es kommt viel später, ein Jahr oder so, dann deutsche Synchronisierung. Finde ich ein bisschen blöd, denn man müsste das Spiel ja relativ schnell spielen und es gibt wirklich Leute, die absolut kein Englisch verstehen. Und denen dann sowas dann zu verkaufen, zu vermitteln, ist natürlich auch blöd. Und da sollte wirklich wenigstens deutscher Untertitel da sein. Und hoffe ich mal, dass das auch der Fall sein wird. Lassen wir uns mal überraschen. Ich habe jetzt nichts darüber gelesen. Und ja, da müssen wir uns auf Neuigkeiten, müssen wir dann halt nochmal warten. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zu etwas ruhigerem. Und das ist ein Quest-Titel, der nennt sich Falcon Age. So, hier sind wir auf der Falcon Age-Seite und das Spiel
existiert schon länger, aber am 3. September kommt es für die Oculus Quest raus. Und ja, in Falcon Age spielen wir Ara und Ara wird gefangen genommen wegen irgendeiner Lappalie. Der Planet ist echt zugrunde gerichtet. Maschineninvasoren haben den Planet eingenommen. Und ja, wir finden einen kleinen Adler, sage ich mal, oder einen Falken. Also da gibt es wohl, also so wie ich gelesen habe, verschiedene Rassen. Und wir ziehen ihn groß und flüchten aus diesem Gefängnis dann mit ihm und erleben so ein tolles Abenteuer. Wir ziehen den Falken groß. Der wird wahrscheinlich auch immer mehr Sachen können und so weiter. Also ich habe den Titel echt überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt, habe da auch nicht wirklich reingeschaut. Aber da gibt es jetzt auch einen kleinen Trailer zu, den würde ich gerne mit euch auch schauen und dann können wir gleich nochmal ein bisschen darüber quatschen. Also gehen wir jetzt mal zum Trailer. Sah echt nett aus, echt süß gemacht und besonders die Interaktionsmöglichkeiten mit dem Falken, Fistbomb geben, den irgendwelche Sachen geben, die er essen kann, den wahrscheinlich stärker machen, dann kann er sogar Gewicht heben. Dann gibt es immer welche Upgrades, wie ich gesehen habe, entweder sind das nur optische Upgrades, aber ich vermute mal, dass es auch Upgrades sind, die irgendwie den besser machen, stärker machen und so weiter und so fort. Und ja, vielleicht kriege ich ja eine Testversion und kann das Spiel für euch testen. Würde mich natürlich freuen. Wie gesagt, sah echt süß aus. Wahrscheinlich auch kein bisschen blutig. Und daher auch eventuell was für unsere kleineren VR-Freunde da draußen. Ja, sah süß aus. Und ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Titel. Und ja, ihr kennt ja den Millennium Falcon, ne? Der hat ja was mit Star Wars zu tun. Also gehen wir von Falcon Age zu Star Wars. Okay, hier sind wir bei Star Wars Squadrons. Und ja, der Titel kommt am 2. Oktober raus. Und soll sogar Crossplay zur Verfügung haben. Das heißt, wir können auch mit PSVR-Usern zocken am PC und so weiter und so fort. Also ja, echt cool. Und es wird einen Multiplayer-Teil haben. Es wird aber auch einen Singleplayer-Teil haben. Und da gab es jetzt einen Trailer, den ich selbst noch nicht gesehen habe. Und den würde ich gerne mit euch zusammen gucken und ja, danach mal einfach ein bisschen darüber quatschen. Und ja, ich bin echt gespannt auf diesen Titel. Und ja, man kann natürlich jetzt schon vorbestellen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob mir dieser 5 gegen 5 Modus gefallen wird, aber dieser Singleplayer auf jeden Fall, also da habe ich echt Bock drauf. Ich hoffe, dass meine Motion Sickness da nicht zu krass reinhaut, so dass ich nicht spielen kann, aber ja, müssen wir abwarten. Und hier steht es auch nochmal, also auf PlayStation VR und auf PC mit Crossplay-Unterstützung. Also echt cool, dass sowas dann auch eingebaut wird. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt von hier direkt mal zum Gameplay-Trailer. We all choose our path. Light or dark. Freedom or destruction. The Empire chose to destroy Alderaan in order to spread fear and douse the fires of rebellion. But the heroic pilots of the Rebel Alliance have chosen to keep fighting. To show the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new republic. However, the Empire lives on, shattered though it may be. As I speak, Imperial forces are edging toward the Bormia sector, hoping to end our new republic before we find our footing. As their empire collapses, they try to tighten their grip. But the galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots, this war can end. Make a choice. Fly with the New Republic. Change our galaxy for the better. Hi, I'm Suzanne Hunka, narrative producer on Star Wars Squadrons. Our single-player story is one of daring pilots and deep-seated rivalries. Take Titan Squadron. Hunt down this Starhawk
and eliminate it. Gladly, Admiral Sloan. Over the course of the story, you'll fly as two pilots on opposite sides of the war. And, like all modes in Star Wars Squadrons, you'll have the option to experience every mission fully immersed in VR. Wedge Antilles, Rogue Squadron. I hear you're the reason I was able to finally get a comm through. Today, we're giving you a glimpse of an early Imperial mission behind enemy lines. One of our spies, Agent Thorne, has discovered vital intelligence on Project Starhawk. Your mission is to extract her from an orbital outpost above Hosnian Prime. Behind enemy lines, you'll have to eliminate perimeter defenses. The outpost is defenseless. When you've secured the area, you will escort the Gladius to the outpost, and our extraction team will acquire Agent Thorne. Once Thorne is secure, reach your Gozanti cruisers and return to the Overseer. Cover our escape and escort us to the jump point. We have Republic corvettes inbound. Move, Titan! Gladius, change course and keep Agent Thorne safe. Titan 3, take out those fighters. Understood. I'll handle it. You have my thanks, Titan Squadron. No time to celebrate. Move on! Each mission will immerse you into the escalating conflict between the New Republic and a shattered empire. Debrief with your squadmates between missions. You're our new wingmate. Customize and master all 8 starfighters and join the galaxy's finest. I need you focused and ready to go. From bombing runs at the Nadiri dockyards to setting a trap in the Xavian Abyss, the story of these rival squadrons will push the war to the brink and define the galaxy for years to come. I look forward to seeing you in combat October 2nd. Ja, Leute. Also fängt an mit der Musik. Also da hat mich das Spiel eigentlich schon. Und dann geht's weiter mit den ganzen Soundeffekten, die Laserstrahlen und so weiter. Laserwaffen, wenn die feuern. Und ja, wer das als Kind halt alles so erlebt hat, der ist dann natürlich direkt geflecht. Das Ganze hat mich auch so ein bisschen an die Wing Commander-Zeit erinnert, wo man dann auch wirklich auf dem Träger war und dann immer mal wieder mit Leuten gesprochen hat, ein Briefing hatte und so weiter und dann losgeht zu den Einsätzen. Also das hat mich so ein bisschen daran erinnert, gerade der Trailer. Also ich hatte ihn bisher vorher echt noch nicht gesehen. Und ja, ich finde es cool, dass es einen richtigen Single-Player-Modus auch gibt. Co-op wäre natürlich noch geiler. Wie gesagt, Multiplayer wird wahrscheinlich nicht so ganz mein Fall sein, muss ich gucken. Bei der einen oder anderen Szene war es schon echt turbulent und da muss ich gucken, wie mein Magen das so durchhält. Ich bin auch gespannt, wie ihr das seht. Habt ihr da absolut gar keine Probleme mit oder sagt ihr, oh, da habe ich auch meine Probleme mit Motion Sickness und das Spiel wird eventuell mich an die Grenzen treiben. Ja, ich bin gespannt, also da kommen einige geile Spiele auf uns zu, würde ich sagen. Und da muss man auch irgendwann entscheiden, kauft man sich echt alle oder wartet man jetzt erstmal ab. Die werden natürlich auch nicht alle ganz günstig sein. Gut, dass Medal of Honor noch ein bisschen Zeit hat. Dann kann man sich das fürs Weihnachtsgeschäft aufsparen, sage ich mal. Ja, das war es erstmal mit Star Wars und ja, dann gab es jetzt wieder eine neue News am Wochenende. Ich glaube, war auch eine Gamescom-News. Und da wurde Sam & Max VR vorgestellt. Da gibt es auch einen ganz kleinen Trailer zu. Und gehen wir einfach mal kurz auf die Seite und gucken wir uns dann gleich mal den Trailer an. Also los geht's. Sam & Max kehren zurück. This time is virtual. Passt ganz gut. Also ich kenne die beiden noch von Point-and-Click-Adventure Sam & Max und ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, wo die rauskamen, wo ich das gespielt habe. Ich fand es aber echt lustig. Die hatten einen coolen Humor und war ein cooles Game. Und genau, neben The Secret of Monkey Island und Maniac Mansion stammten von diesem Studio auch kleinere Marken wie Sam & Max. Ja, Sam & Max und jetzt haben sie sich entschieden, okay, wir hauen sowas mal in VR raus und ich bin gespannt, wie da die Umsetzung sein wird, denn ja, man kennt solche Spiele nur als Point-and-Click-Adventure, ne? Zeig da, mach das, nimm dies, ziehe das zu dem und so weiter. Das wird hier natürlich jetzt ganz anders sein und ja, schauen wir uns jetzt einfach mal den Trailer an, würde ich sagen.
in a world gone strange. One elite force stands against the darkness. But even they could use some help. Oh, hey there. Have you ever thought of pursuing an exciting career in extracurricular law enforcement? Sam, we're a little busy here. Calm down, Max. I'm engaging this promising new cadet. Cadets, smadats, we need more ammo! So, when can you start? The freelance police are back. Hello! Oh, it's you. I'm Sam, and this is my huggable partner, Max. Please don't hug me. And this time, it's virtual. You have the right to get blown up. If you don't want to get blown up now, that's too bad, because you're going to get blown up now. Eliminate evil. Make interesting friends. Master advanced weaponry. Again! Save the world. Is this some kind of joke? Here, slip on this little beauty for effect. Sam, I'm blind! Oh, hello, miss. Ja, Sam und Max kommen 2021 auf unsere VR-Brillen und ja, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie das Spielprinzip funktioniert. Also ich würde da gerne mal wirkliche Gameplay-Aufnahmen sehen. Von der Grafik her, ja, die haben halt den Retro-Look so ein bisschen eingefangen, würde ich sagen. Und ja, Humor ist natürlich definitiv vorhanden, sage ich mal. Sah echt witzig aus. Besonders die kleine Ratte oder Maus war echt cool. Ja, ich würde sagen, warten wir jetzt einfach mal ab, wann es da mal ein bisschen was in Richtung Gameplay gibt. Und dann werde ich das definitiv hier auch nochmal vorstellen. Und ja, mal schauen, ob das was für mich ist, für euch ist. Ob es jetzt ein Hit wird oder halt ein Rohrkrepierer. Müssen wir mal abwarten. Aber das sah jetzt ganz witzig aus. Und ja, ich habe früher Point-and-Click-Adventures geliebt. Ich habe sie echt geliebt. Zack McCracken, Monkey Island, Maniac Mansion und so weiter. Also Indiana Jones. Und wenn das geil umgesetzt wird, dann habe ich da auch echt Bock drauf. Ja, Leute, kommen wir zum letzten Thema heute und ich habe es in der letzten News noch nicht reingenommen. Jetzt kam aber wieder ein neues Video, neuen Trailer dazu und ja, es geht um Hitman 3 VR. Ja, hier sind wir schon bei dem Mann mit dem Barcode im Nacken, Hitman 3 VR und ja, leider werden da erstmal nur die PSVR-User bedient. Das heißt, es ist ein Exklusivtitel und ja, ob der Weg nochmal für ein VR-Update auf Steam zu Hitman findet, das steht noch in den Sternen. Müssen wir einfach abwarten, aber zuerst werden jetzt die PSVR-User da bedient und können sich auf Hitman freuen. Und ja, wie eben schon erwähnt, Sonys VR-Brille wird rückwärts kompatibel mit der PlayStation 5 sein, ne? Also auch ganz wichtig. Und was schlecht ist, die Hitman VR-Version unterstützt bisher nur normales Gamepad, also normalen Controller und keine Move-Controller. Das heißt, wir haben keine Hände, die wir wirklich bewegen können in VR, was immer ziemlich schlecht ist, meiner Meinung nach. Also mir machen die Spiele nicht mehr so einen großen Spaß, die so funktionieren. Klar kann man sowas mal spielen, aber gerade Hitman wäre genial, wenn man da wirklich Hände hat, wo man wirklich die Klavierseite zücken kann und ziehen kann. Ne? Und ja, alle anderen Aktionen auch halt wirklich, ja, ist ein Immersionsgefühl. Also ein mega Immersionsfaktor sind die Hände und wenn die nicht da sind, fehlt einfach was. Das ist halt wie, als ob ich halt nur ein Spiel an einer großen Leinwand spiele. Klar, man ist dann halt drin, aber das reißt einen raus. Also mich reißt es definitiv raus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber kann natürlich nachgereicht werden, die Move-Controller und von daher gehe ich auch immer davon aus, dass die dann irgendwann auch nachgereicht werden. Und ja, hier steht auch nochmal, eine spätere PC-Version schließen die Entwickler allerdings nicht kategorisch aus. Auch bei Skyrim VR sicherte sich Sony eine Zeit-Exklusivität für den VR-Modus. Ja,
Und Skyrim, wie wir wissen, ne, hat es ja auch einen VR-Modus bekommen für Steam, für PC. Und von daher können wir uns erstmal entspannt zurücklehnen und dann warten mal auf die Dinge, die da kommen. Jetzt gab es aber, das war schon ein Video, wo wir die Entwickler so ein bisschen sehen, wo die was erzählen. Das ist schon ein bisschen älter. Und jetzt gab es aber noch einen neuen Trailer. Den sehen wir, glaube ich, weiter unten. Müssen wir gleich mal schauen. Auf jeden Fall wird hier erzählt, dass auch die Gebiete von Hitman 1 und 2 komplett durchgespielt werden können und somit dann mehr als 20 frei erkundbare Szenarien verfügbar sind. Also ist natürlich genial, wenn es so ist. Und das ist dann natürlich auch eine Menge. Ja, und hier, ob Hitman 3 von der PS5 profitiert, ist auch wieder noch nichts bekannt und wie ich auch schon eben erwähnt habe. Aber ich denke mal, wir können damit rechnen, dass diese Spiele bestimmt irgendein Update bekommen für PS5, bessere Grafik und so weiter und so fort. Also da wird mit Sicherheit irgendwas möglich sein. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz, wo ich den einen Trailer gesehen habe. Das war hier der. Und ja, den möchte ich jetzt mit euch nochmal mehr angucken. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das direkt pre-ordert oder nicht. Los geht's. There's been a death at Thornbridge Manor. An apparent suicide. The door locked from the inside. Richtiger Krimi. But this was a murder. You little backstabbing prick. The family has a dark past. The manor is full of old secrets. Any one of them could be the killer. Our target has hired the best detective of our generation to solve the crime. An excellent opportunity to get close. Don't you think, 47? Geil. Ja, man ganz anderes Szenario, oder? Also Hitman als ja Polizist, sage ich mal, und er muss da ja diesen Mord aufklären. Also hört sich interessant an, finde ich echt cool. Weil sonst hat man ja immer ja bringe den um, ne, bring den um und man muss irgendwie zum Ziel kommen. Da muss man jetzt halt den Mörder finden. Auch echt cool und das auch, bin ich auch wieder gespannt als ob es halt deutsche Übersetzung gibt, egal ob jetzt Synchronisierung, was ich nicht vermute, aber wenigstens ein Untertitel. Und ja, ich habe keine PSVR, ich freue mich trotzdem, dass so ein geiler Titel in VR erscheint und ja, da können wir uns echt auf was freuen. Und ich würde sagen, gehen wir mal fast zum Outro, oder? Mit dem Hitman 3 Thema ist die Show fast zu Ende und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr ja zu den einzelnen Themen irgendwas noch sagen möchtet, mir mitteilen möchtet, fragen möchtet, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich versuche immer so schnell wie möglich zu antworten und da können wir gerne auch diskutieren und ich freue mich natürlich auch über Feedback. Wie fandet ihr die Sendung jetzt? Ist alles okay soweit? Wünscht ihr euch noch andere Sachen, die ich so ein bisschen einbauen könnte? Und ja, da bin ich natürlich auch auf eure Meinung angewiesen und ich freue mich immer auf ja, Likes sowieso, aber auch auf Kommentare, die sind mir auch ziemlich wichtig. Und ja, kommentiert, was das Zeug hält, würde ich mich echt freuen. Und ja, ich möchte noch auf etwas aufmerksam machen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon auf meinem Kanal gesehen habt, die Ankündigung für den 2.9., da wird es auf den Dreiflatingo-Kanal
einen Livestream geben, der dreht sich definitiv um VR. Also nur weil er Flatingo heißt, heißt es nicht, dass da kein VR-Thema ist. Und wir machen da unseren Freude-Livestream und wir haben da ein Projekt gestartet, der Chris Reality, der Hoshi 82 und meine Wenigkeit. Und wir sind da mit viel Humor rangegangen und wir hoffen, euch gefällt das neue Projekt. Und wir werden das um 21 Uhr am 2.9. live mit ein paar anderen VR-YouTubern zusammen schauen und über das neue Projekt dann natürlich auch sprechen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch zahlreich erscheinen würdet. Und schaltet einfach mal rein. Ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet es nicht bereuen. Ja, Leute, ich danke euch erstmal fürs Zuschauen, wie immer. Ja, ich freue mich über Likes, über Abos und so weiter. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.